Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video aus L.A. Ihr seht hier den Laden von David Dobrik. Dobrik Pizza? Wer ist denn das? Einer der größten Blogger. Ah doch, ich kenne den, der in diesem Auto immer sitzt und dann die ganze Zeit. Einer der größten Blogger aus Amerika. Der wohnt in L.A., hat jetzt einen eigenen Pizzaladen. Wir werden ihn austesten. Auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, Location, Bombe. Wir sind Sunset Boulevard, West Hollywood. Geile Straße. Richtig cool. Wir werden gucken, Preis, Leistung, was wir bekommen. Geschmack. lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wenn wir noch weitere Sachen testen sollen, lasst es uns wissen. Morgen kommt wieder das nächste Video, da kommt ein Tagesvlog von heute, machen wir NFL-Game und sonst was, wird das sehr cool. Deswegen checkt auch das morgige Video ab, checkt die ganzen anderen ab, die ganzen anderen Videos und lasst hier Liebe da, lasst Likes da. Ja, lasst Like da, Leute. Wir können doch einfach chillen, aber wir machen hier Videos, wir machen pro Tag 5 Videos oder so, für euch. Wir wollen den Steil haben lassen an unserem Urlaub. So, step mal rein. Auf jeden Fall ist es gerade 18 Uhr oder so. Hier ist full aus. Was ist denn Duffy und Tavern? Das sind die Krustensorten wahrscheinlich. Sowas ist Duffy, glaube ich. Sowas mit dickem Teig. Tavern ist, glaube ich, so normale Pizza mäßig. Es gibt hier Corinnas Rootbeer, das weiß ich. Das ist von Corinna. Corinnas Rootbeer. Das ist ihr Lieblings-Rootbeer oder so. Echt? Ja? Ja, ist doch richtig gut mit dir. Durch ihn wurde Corinna bekanntmäßig. So, also es gibt Drinks, es gibt Ice Cream, Soda, Sushis. Was ist Sushis? Ice Cream, Breadsticks. Das sind die Pizzasorten. Cheese, Pepperoni, Supreme, Meat Lovers, Veggie, Hawaiian, Spicy Vodka. Ice Cream, glaube ich, Tavern, Pepperoni. Pepperoni ist Salami-Pizza. Pepperoni ist hier drauf, Alter. Hot Honey Pepper. Was hast du bestellt? Eine Pizza Margherita mit dicken Rand, der meiste dicke Rand ist es. Ja? Also ich bin gar kein Fan von diesen amerikanischen Pizzen. Ich mag's denn. Guck mal ganz links, Corinnas Rootbeer. Ist das ihr? Das ist von Coco. Ihr Bier? Ja. Also ihr Lieblings-Rootbeer, glaube ich. Was ist der Rootbeer? Weizbier so mäßig, in der Art. Raspberry Cherry. Sowas? Ja. Slush? Okay. Ja, warte mal, das ist Eis. Das ist ein Slush? Das ist Eis. Das ist Slushy. Das ist ein Slush, Junge. Bist du blöd? Ja, ist doch Slush, das ist Eis. Ach. Das ist ein Slush, das ist kein Eiscreme. Leute, das ist sauer. Achso, hier sieht man immer, was für Pizzen sind. Batoni, Pepperoni, Hawaii. Wer Hawaii isst? Kein Mensch. Hawaii-Pizza, ja, nein? Nein. Veggie. Meat Lovers. Verschiedene Dingsorten. Gibt's hier keine Supreme. Natalie's Pasta, das habe ich gesehen. Yeah, sorry, das habe ich bei Snapchat gesehen. Straws. Do you know where the straws? Ich würde auf jeden Fall Hot Honey Pepperoni probieren und vielleicht Meat Lovers. Nimm mal so ein Stückchen einzeln oder nimm mal so eine ganze Pizza? Ich habe eine Pizza genommen. Was kostet eine Pizza? Nicht teuer, 7 Euro. Was? Also, achso, ich denke die ganze Zeit, ein Stück kostet 6 Dollar. Das ist vielleicht auch so. Ich habe eine Margarita genommen, als ob ich eine ganze Pizza. Das ist eigentlich normal so. Eine Margarita kostet 30 Euro. Hast du denn bezahlt? Ich habe 6 Euro bezahlt. Du hast einen kleinen Stück. Sorry? Amen, Mann. 6 Dollar? 6 Dollar ist aber übertrieben teuer. Das kostet wirklich einen Pizza ein. Schauen wir uns, wir nehmen es unter die Lupe. Ist das Schwein? Schaf zu essen, ich bin doch. Amen, Mann. Schwein, Schaf. Was trink ich? Natürlich Corinnas Rootbeer. Ich nehme Corinnas Rootbeer. Was? Corinnas Rootbeer. Darf ich mal probieren? Ja. Ich weiß nicht mal, was Rootbeer ist. Bier? Nein, so Malzbier oder so. Geil. Ja? Ja. Corinna. Gut. Rin. Happy Birthday. Happy Birthday. Yeah. Wow. Ist lecker? Also ich habe sowas noch nie in meinem Leben getrunken. Aber es schmeckt nach irgendwas ähnliches. Ist gut. Hä? Warum ist es so süß? Schmeckt aber gut. Das ist kein Bier, oder? Nein. Das schmeckt nach diese Big Red. Ja, wieder Rippy. Sie hat jetzt Geburtstag. Alles Gute, nach bin ich Coco. Das war Hammer. Kannst du Deutsch? Mann, sonst der AC hier. Ja. Das ist schon gut, Bier. Das ist Cola, ne? Das hätte ich niemals gedacht. Ist das Alkohol? Nein. Was? Es erinnert mich an irgendwas. Big Red. Zimt. Oh mein Gott, ich kann das zuordnen. In Deutschland, wir haben kein Rootbeer. Uns gibt das. Ich dachte, es wäre so malzbeerhaft, aber es ist nicht malzbeer. Das hat auf jeden Fall einen ganz eigenen Geschmack. Nach Kaugummi ein bisschen, oder? Ja, kennst du diese Big Red? Big Red Kaugummi. Ja, also Zimt. Ja. Walla 1 zu 1. Big Red. Oder der Call war krass. Big Red Kaugummi, das war schrecklich. Ja, Mann. Haben jetzt eine Pizza Margherita gegessen. Ich finde, das ist auf jeden Fall nicht die beste Pizza, die ich jemals gegessen habe, aber gehört zu den besseren Fastfood-Pizzen. Die ist ja richtig fettig gewesen und fett. Amerikanisches Style, aber kann man machen. Ein Stück 7 Euro. Habt ihr eine ganze Pizza gehabt? Nee.
so ein Happen. Aber die ist richtig fett. Also wenn es auf richtig fette Pizzen steht, das ist dann ganz gut. Aber ich bin eher so ein Fan von Napolitanisch. Ja. Finde ich geiler. Also 1 bis 10? 7. 7? Ja. Army's good. Yeah. Ich hab's gefunden. Da in der Ecke ist Pizza Party. Das ist Boogie Bomb. Das ist Boogie Bomb. Guck jetzt. Okay. Drück. Ich hab's gesehen auf TikTok. Wir haben einen Partybomben. Bruder, was ist das? Also, diese, also ich sag ehrlich, die Schweinefleisch-Prüfung war noch nie so hoch. Voila, Bruder. Digga, die Pepperoni-Pizza. Also ich würde niemals im Leben essen, aber das ist trotzdem scharf. Ist scharf, Digga. Wurst! Noch ein Boogie-Bomb! Dillin! 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 Yay! Also ich hab einmal Natalie's Pizza, hab ich noch nie gesehen, Nudeln auf einer Pizza. Seine Angestellte, glaube ich. Seine Lieblingspizza oder so. Und einmal Hot Honey Pepperoni. Ich glaube, hier ist so eine Honigkruste drauf. Ich weiß nicht. Sehr fluffig. Fluffig, verflucht. Sehr fruchtig. Fruchtig, fluffig. Aber crispy. Crisp. Ist gut. Aber verfettet auch. Ja. Verfettet. Das ist sehr übertrieben. Mit so vielen Salamis, aber das ist lecker. Was sagst du, Melina? Ja, rumzustochern. Zu viel drauf, ne? Zu viel Salami. Ja, ja. Das ist lecker. Nicht nur fluffig, weil die so fluffig ist, aber unten so knusprig. Ja. Die Soße ist auch gut. Ja. It stays good, it stays good. Yeah, yeah. It tastes good. Ich hatte mein Leben selten so auf Schweinefleisch. Ey, die schmeckt, auch übertrieben gut, ne? Schmeckt richtig gut. Danach hatte ich noch nie so Bock auf Schweinefleisch. Zeig mal, das Bild. So, ich probiere jetzt mal mit Ranch, das kriegt man dazu. Willst du ein Stück? Nur ein bisschen, Digga. Nein, Mann, das kostet alles. By the way, 17 Euro, 17 Dollar kostet das, das, das. Zwei Stückchen, ich glaube aber die machen mäßig satt. So ja, drei. Ja, drei packe ich vielleicht, mehr aber auch nicht. Ja, aber es ist natürlich ein bisschen overpriced. Aber man zahlt doch für den Laden. Ambiente. Cooles Ambiente. Guck dir mal die beiden Vollidioten an. Was nehmen die gerade? Digga, ich muss sagen, ich finde die richtig gut. Und ich nehme auch keine Salami-Stückchen runter, man sieht's. Ich hatte keine Salami, ich hatte Margherita. Ich gehe da durch. So, probier mal mit Ranch. Ranch fand ich gut. Ja? Ja. Ranch gar nicht meins. So säuerlich. Sauer. Ja. So ist viel geiler. Ich finde das so richtig gut. Die ist knusprig, unten richtig, also richtig crispy. Die ist fluffig, oben süße Tomatensoße. Sind die Dinger scharf, die Salami-Dinger? Leider nicht. Wenn das noch scharf wäre, irgendwas spicy, drüber, perfekt. Obwohl ich eigentlich nicht so dicke Pizzen mag. Ja, das ist wie so ein Brot. Gemacht. Das ist so ein Brot, ja. So, Crunch-Test. Mhm. Ich habe jetzt ein Stück fast fertig, ich kann nicht mehr. Mussi hat sich eine ganze Pizza bestellt. Ich kann fast nicht mehr. Die also ganze wirklich. Pizza hat einfach 30 Euro gekostet bei ihm, ne? 30 Dollar. Zwei Stückchen und ich bin satt as fuck. Das reicht dann. So, zweite Pizza. Natalie's Pizza. Mit Nudeln. Nudeln, Käse. Mac and Cheese mäßig, I don't know. Die Nudeln hart? Ne. Ist irgendeine Soße auch drauf. Das schmeckt gut, aber ich würde die andere lieber essen. Das ist okay. Solid. Hätte ich nicht gedacht. Nudeln, ich glaube, da kriegen gerade die Italiener Nerven zusammen. Die italienische Community. Eine dicke Pizza, da kriegen sie ja immer schon Nerven zusammen mit Nudeln drauf. Alles gut. Also die kriegt von mir eine 8 von 10, 8,5 von 10. Ich bin echt überrascht. Das ist eine 7. Was sagst du? Statement zu deiner Pizza? Ich finde die auch gut. Ich weiß nicht, so 7,5? Okay. Weißt du, warum die Pepperoni hier heißt Pepperoni, heißt Salami-Pizza. Das heißt nicht, dass es scharf ist, leider. Es gibt Menschen extra spicy Pepperoni. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist, aber es haut mich nicht um. Ja, es haut ja nicht um. Aber es ist okay, ne? Okay. Ist gut. Mel hat einen Freund gefunden. Oh Mann, der muss mal kommen, muss mal rauskommen. Komm her, good boy. Habt ihr eure große Krabbe Pizza? Pizza. Ich bin ehrlich, ein, zwei Stückchen, man ist voll. Die große Krabbe Pizza. Ist die Pizza?
super knusperig. Ja, 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 ja. Aber ihr habt so eine dünnere Pizza, ne? Ja. Yeah. Nein, das ist die dicke. Ach so, stimmt. Oh, Chili-Pulver. Es gab Chili-Pulver? Ja. Nein, gib zurück. Nein. Du machst eine Tüte auf ein Stück? Ja. Cheesy. Cheesy, ja. Hast du gerade Chili-Pulver drauf gemacht, ey, das? Das Parmesan machen wir nicht drauf. Was machst du, du Keck, Digga? Mach kein Parmesan darauf. Hey there. Goodbye. Hey there. You don't need pepperoni. Goodbye. Oh, was? Yeah. Nein. No way. Digga, sie sagt, sag hi there, weil man winkt. Hast du es gesehen? Sie, das hat sie gesagt. Sie meinte, mach das. Lol. Wie cool bist du denn? Also du machst da ein Experiment draus. Das ist eine Margherita-Pizza. Das ist so hot. Die verbrennt sich. Chili-Pulver und Parmesan. Der ganze Dampf richtig. Ich rühre. Schmeckt es? Wundergeil. Was? Auf Ernst geil. Was? Was? Heavyweights lassen dich oder was? Digga, ich hab eineinhalb Pizzen. Digga, du kämpfst da schon ganz schön viel. Das dauert ganz schön lange. Sabre, sabre. Ey, ich nehm eins, ja? Junge, eins mit Chili-Pulver ein bisschen. Ich muss Chili-Pulver probieren. Sag, musste. So, ich probier jetzt Margherita, also Cheese, mit Chili-Pulver drauf. Ey, die ist jetzt immer noch richtig heiß. Wir können das essen. Ich sag euch ehrlich, 900 Meter von hier. Da ist richtig viel Käse drauf. Wer richtig viel Käse mag, Alter, viel Spaß. Ich fand ganz klar die Hot Honey Pepperoni am besten. Ich fand die richtig gut. Ich gebe mir eine 8, ich kriege eine 7,5. Und die Nudelpizza kriegt eine 7 von Natalie. Wie findest du? Geil. Das ist richtig käsig, ne? An die Leute, die so verfettete Sachen. Ja, Mann. Ich glaube, für Amis ist das perfekt, ne? Aber die ist ja trotzdem knusprig. Das finde ich geil. Also die Konsistenz ist perfekt getroffen. So wie ja. Es Bruder, mein ganzer Mund ist aber Bruder, meine Nase rinnt ein bisschen wegen dieser Pulver, aber egal. Do it again! Boogie Bomb, das ist Boogie Bomb, Boogie Bomb. Ein Pizza Stück. Hat die Kalorien wie ein Tag. Root auch. Stabil. So, das ist übrig geblieben. Das nehmen wir jetzt noch mit. Also, man hat gesehen, die ganze Pizza ist halt auch hart, 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 heavy. Das heißt, es reichen so zwei Stückchen. Also, ich bin rappelvoll. Das wären 13 Dollar. Und dafür eine Pizza mäßig ist gut. Also, ist nicht so krank teuer, wie man denkt. Weil zwei Stückchen schon reichen, um einen Satt zu machen. In Anbetracht dessen, aufgrund verschiedener Faktoren, ergibt sich eine Zwischensumme der Punkte. Für die Hot Pepperoni alleine gebe ich eine 8,5 sogar. 8,5? Ja, weil auch zwei. Das Ding ist, es reichen ja zwei, um satt zu machen. Heißt 13 Dollar. Ja. Wenn man so rechnet. Also es ist auf jeden Fall top für alle, die auf verfettete Pizza stehen. Ja. Da müsst ihr. Ich glaube, die Jungs hier enjoyen das alle. Sonst, Margherita und so gebe ich insgesamt eine 7. Aber die eine fand ich richtig gut. 1 bis 10, kurz und knappig. Ich sag 8,5. 8,5? 1 bis 10? 8. Eine 8. Melina, 1 bis 10? Für die, ich habe ja nur 1 probiert. 1 bis 10? 7. Aber ich bin nicht so der fette Fan von den Pizzen. Yes, sir. 1 bis 10? Ich sag 8. 8. Stabil. Okay. Also, aber sehr, sehr approved. Also cooler Laden. Und Pluspunkt? Boogie Bomb. Und nochmal lustig. Pizza Party ist nice. Das feature. Sind so kleine, diese Features, Extras, die machen den wir Laden. Haben das abused, wir haben gespammt. Kannst du mir auch mal. Boogie Bomb. Okay, also sehr, sehr cool. Cooler Laden. Das war's mit dem Video. Falls es weitere solche Spots gibt, lasst uns gerne wissen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Kurzes Update: Morgen gibt's einen coolen Vlog von gestern, von heute mäßig. NFL Game und Co. Schreibt uns gerne rein, was wir machen sollen die Tage. Checkt die anderen Videos ab. Lasst gerne ein Like da. Spam mal Like-Button. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich lernst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kasein auf und was willst du drehen? Mit dem Wingman kann ich yeah. Mit deinem Baum. Oh mein Gott. Yeah.